Die Bundesregierung setzt die Deutsche Bahn unter Druck. Der Bahnkonzern hat es zu weit getrieben. Angesichts ständiger Verspätungen, hoher Schulden und schmerzvoller Streiks hat die Bundesregierung der Deutschen Bahn ein Ultimatum gestellt. Nach rechts zeigt Endes Dreieck, die Bahn braucht eine Neustrukturierung. Wir erwarten, dass der Vorstand der Bundesregierung bis März ein entsprechendes Konzept vorlegt, sagte Enak Ferlemann, 55, CDU, Beauftragter für den Schienenverkehr, der Welt am Sonntag. Wir sind besorgt darüber, wie der Deutsche Bahnvorstand das System Bahn fährt. Mit der Leistung kann man nicht zufrieden sein, kritisierte Ferlemann. Eine Reform soll das Staatsunternehmen grundlegend verändern, bräuchte aber auch die Unterstützung der Bundesländer. Lesen Sie auch die SPD, Teile der Opposition, FDP und Grüne, sowie die Gewerkschaft IWG haben bereits signalisiert, der Konzernreform zuzustimmen. Ein möglicher Bahnumbau würde auch vor den Führungsetagen nicht Halt machen. Es geht darum, die Führungsstrukturen zu straffen und die Geschäftsfelder Deutsche Bahn Fernverkehr und Deutsche Bahn Regio neu aufzustellen. Auch interessant, nach rechts zeigt Endes Dreieck, in den einzelnen Unternehmensteilen müsse das Denken in Kästchen und Vorgärten aufhören, sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider der Welt am Sonntag. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte, die Transportsparten müssten gebündelt werden, um Synergieeffekte zu erzielen. Das zersplitterte Zuständigkeitschaos von Tochtergesellschaften wie Deutsche Bahn Netz, Deutsche Bahn Station und Service, Deutsche Bahn Energie und Deutsche Bahn Immobilien müsse ein Ende haben. Nach rechts zeigt Endes Dreieck, das System Deutsche Bahn stehe kurz vor dem Kollaps, warnte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luxig. Ohne radikale Maßnahmen wird sie im kommenden Jahr die 20 Milliarden Schuldengrenze durchbrechen. Der Konzern und seine Strukturen müssten jetzt dringend modernisiert werden. Dazu gehört für die Liberalen wie für die Grünen auch eine Trennung der Sparten Netz und Betrieb. Das lehnt jedoch die SPD ab. Ferlemann, da wird aneinander vorbei entschieden. Ferlemann machte darüber hinaus deutlich, es gibt unterhalb der Holding Aktiengesellschaften mit Vorständen und Aufsichtsräten, die aneinander vorbei und zum Teil auch gegen die Interessen der anderen Deutsche Bahngesellschaften entscheiden. Sein bitteres Fazit, es ist zweifelhaft, ob dieses Puzzle zusammenpasst. Lesen Sie auch der neue Bahnfahrplan, das ändert sich ab Sonntag für Zugreisende am 9. Dezember stellt die Deutsche Bahn wieder ihren Fahrplan um. Es gibt neue Verbindungen, aber auch teurere Tickets. Tarifverhandlungen. Deutsche Bahn und IWG einigen sich bei den Tarifverhandlungen um höhere Löhne und ein Arbeitszeitwahlmodell hat es einen Durchbruch gegeben. Auch an der Führungsebene direkt unter dem Vorstand übte Ferlemann heftige Kritik. Beschlüsse des Vorstands bleiben dort hängen und dringen nicht zu den Mitarbeitern durch, die sie umsetzen sollen, so Ferlemann, der auch Staatssekretär im Verkehrsministerium ist. Auch Anregungen der Belegschaft schafften es nicht bis zum Vorstand. Schuld daran sei die Lehmschicht des mittleren Managements. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Deutschen Bahn bis 2023 rund 4 Milliarden Euro fehlen. Und das, obwohl der Konzern in den kommenden Jahren verstärkt in das Schienennetz, Personal und Fahrzeuge investieren will. Wie das Milliardenloch gestopft werden soll, ist noch unklar.